Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den GTA 5 Stunts, Leute. Hier auf meinem Kanal, ihr seht es im Hintergrund. Heute wieder nicht alleine, sondern zusammen mit Ryan. Was geht ab, Mann? Mit dem fucking Ryan, was geht ab? Alter, wie geht's dir, verdammt, Mann? Ja, mir geht's verdammte Scheiße gut, weil ich heute gewinnen werde, Mann. Ich werde gewinnen. Wir wissen es alle. Letzte Folge war unentschieden sogar, ne? Letzte Folge war unentschieden und du weißt, worum es geht. Wer heute mehr Stunts schafft, muss den anderen in der nächsten Folge oder wird vom anderen dann Daddy genannt. Ja. Ich weiß schon, wen du nächste Folge Daddy nennst. Du wirst mich Daddy nennen. Aber bevor wir reinstarten, für die heutige Aufnahme habe ich schon eine Sache vorbereitet, Freunde. Und zwar das hier. Kannst du dir vorstellen, was wir damit machen? Ein Stunt mit dem Leichenwagen. Ja, nee, wir machen Stunt mit meinem Messer, Digga. Zack! Explosiv, Junge! Oha! Ich hab Gott mal drin, Digga. Gar nichts hast du mir. Ey, Mann, ich dachte, ich hab mich vorbereitet. Junge, René, es ist langsam Tradition. Und wo kommt der Fahrradfahrer her? Junge, piss dich, Alter. Warum bin ich Michael? Digga, keine Ahnung. Warum bist du schon wieder tot? Ich gewinne. Ach nee, du hast Gott-Mode. Stimmt, du kannst gar nicht gewinnen. Ich bin fett. Ich laufe viel langsamer. Junge, ich hab nach hinten geguckt. Putz. Nein. Ich hab heute einfach meinen Real-Life-Skin, Junge. Es ist zu wild. Guck mal, was ist das? Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht einfach rum. Lasst lieber einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Und ganz, ganz wichtig, abonniert alle mal den Kanal von Ryan, Leute. Ich verlinke ihn in der ersten Dings hier in der Beschreibung. Klickt alle drauf, lasst ein Abo da. Wir müssen 10.000 Abonnenten schaffen. Boah, das wäre crazy. Deine erste Folge hat einfach schon, keine Ahnung, 60.000 Klicks oder so. Deswegen, Freunde, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Kuss geht raus. Heute haben wir wieder richtig viele Community-Clips dabei. Und, Junge, die werden so schwer werden. Wir starten rein und let's go. Okay, Freunde, Clip Nummer 1. Ihr seht es im Hintergrund. Wir sind am Start hier in TikTok. Und ich würde sagen, okay, es sieht mir schon wieder nach einem Brückenjump aus. Aber René will aber nicht lang. Komm, let's go. René. Okay, mit so einem China-Schlitten. Oh, mit Wallride noch. Bro. Er hat einen Wallride gemacht. Warte. Er jumpt hoch, dreht sein Auto. Und Brückenjump. Boah, Mashallah. Okay, kriegt erstmal ein Like. @wifi.de erstmal verlinkt. Aber ich glaube, der hat den Stunt nun einfach bei sich hochgeladen. Also der ist nicht von ihm selber, sondern der ist von diesem Weil-Ink oder wie der Typ auch immer heißt. Falls ihr Stunts für uns hochladet, Freunde, macht Nummernschild @wifi.de. Ganz, ganz wichtig. Dann wisst ihr, dass es auch real ist. So wie auch beim zweiten Stunt gleich. Ihr werdet es gleich bei einem anderen sehen. Aber ist ja nicht schlimm, Freunde. Aber wollte ich nur mal erwähnt haben. Wechsel jetzt mal kurz in den Analysten-Modus. Ihr wisst, wie es läuft. Okay. Wo ist die Brücke? Ich glaube, das ist mit einer der letzten Brücken, weil hier ist schon wieder Wasser. Ja. Das heißt, es ist kurz vor Meer. Und da hinten ist die große Brücke. Stimmt, und da hinten ist die Riesenbrücke. Ja, es muss die letzte sein. Okay, er springt hoch. Er fährt noch aber gerade drauf zu. Ja. Aber er, warte, wo startet er? Okay, er startet genau bei der Brücke vorher, fährt gerade darauf zu, lenkt kurz. Und okay, er spinnt einfach nur, weil da der Weg so ist. Okay, clean, Digga. Das ist clean. Und landet das Ding wieder. Oh das shit, so guck mal, das Ding Junge. Ist, ich würde jetzt sagen, ist easy, aber am Ende ist es wahrscheinlich voll schwer. Ich sage jetzt mal nicht zu viel, aber ich würde schon sagen, den schaffen wir easy, oder? Den schaffen wir easy, den schaffen wir. Let's go, Junge, der wird jetzt hier einfach mal rausgehauen. Okay, Freunde, wir haben den Ort gefunden. Ihr seht schon, wir sind ja an der richtigen Brücke zusammen drin. Hey, was geht? Junge, es geht ab. Ey, das ist mein Boot, Mann. Let's go. Okay, Mann, lass uns loslegen, Mann. Nein, geht unter. Aber Freunde, Spaß zu sein, ihr seht schon, wir haben die Autos jetzt gespawnt. Meins sieht natürlich mal wieder ein bisschen fresher aus, aber deins ist auch nicht schlecht. Dafür ist meins schneller. Powermetall. Digga, was hast du für eine Werbung da drauf? Junge, das sind meine Sponsoren, Junge. Mein Auto ist gesponsert von Fukaru. Junge! Digga, Mann, ich fang's Wasser! Nachdem ich das Auto jetzt nochmal neu tunen durfte, weil es abgesoffen ist, bin ich jetzt wieder da. Junge René, Digga. Ich hab gar nichts gemacht. 10 Minuten meines Lebens gewastet, aber egal. Wir starten jetzt rein. Eine Sache haben wir jetzt aber daraus gelernt. Sobald wir den Stunt da hinten jetzt gleich verkacken, direkt No-Clip gehen. Ja. Weil sobald wir einmal ins Wasser kommen, ist vorbei. Aber Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht rum. Junge, ich hab richtig Bock, Alter. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Mach direkt. Was hast du für ein Auspuffrohr? Was ist das? Bro, mein Rückwärtsgang. Guck mal, mein Rückwärtsgang an. Junge, das sieht aus, als hätte dir einer einen Zahn ausgeschlagen. Hallo? Let's go. Okay, okay. Oh, baby. Erster Stunt für heute. Ah, ein bisschen zu langsam. Oha. Mehr Anlauf. Ich brauche mehr Anlauf. Okay, ich brauche auch ein bisschen mehr Anlauf. Aber, Bro, ich sag's ehrlich. Ich glaube, das wird ein easy Ding hier. Okay, vorsichtig, komm. Oh mein Gott. Das war schon so clean. Das war richtig gut. Oh, baby. Ich werde den so safe schaffen, Digga. Und, du drehst dich nicht. Na, ein bisschen zu. Ich konnte mich noch drehen. Let's. Digga, Junge, erster Try, wir haben schon wieder fast geschafft, was geht denn hier ab? Digga, GTA-Stunts einfach. Nee, du bist zu langsam und blockst mich. Nee, Junge. Okay, ich warte hier hinten, mach dein Ding, Vollgas. Oh, oh,
Oh mein Gott! Erz! Nein, du bist nicht durchgekommen! Drin. Nein, ich bin nur drin. Oh mein Gott! Okay. Bro, was geht denn hier schon wieder ab, Digga? Okay, ich nimm ein bisschen mehr Anlauf, Bro. Glaub mir. Hä, aber lenkst du in der Luft oder wie machst du das? Ja, mit Numpad. Hä, mit Numpad kannst du dich doch nicht seitwärts drehen. Ich versuch's zumindest. Guck mal, ich mach. Ich schwöre, ich bin durch. Aber, halt, stopp, es zählt nicht. Ich hab's gesehen. Weil ich da noch einmal aufgekommen bin. Ja. Digga, ich hab's von hier Level gesehen, Junge, als ob er es schafft. Das kann nicht sein. Ich muss es vor ihm schaffen. Junge. Scheiß auf René, Digga. Was für Scheiß auf dich? Bro, wie macht man sich seitwärts? Wie? Ich könnte es dir sagen, aber ich will nicht Spaß. Mit E, ne? Mit E? Nee, nicht mit E, mit E. Hup, Mann. Junge, helf mir also doch. Also ich hab's gerade, ich bin da gerade fast durch und ich hab's tatsächlich einfach mit A gemacht. Ah, ich weiß, das ist alles gut, Digga. Ja, mit was A denn? Und D. Ja, du, dein Auto ist schneller, aber dafür kann ich mehr kontrollieren. Oh, das war nicht schlimm. Oh, ich hab zu viel Multiplier, ich muss langsamer fahren. Ja, okay, ja. Freunde, wir starten jetzt von hier. Ich muss es vor René schaffen. Aber deine Tries sind echt gut. Ich muss es vor René schaffen, Junge, es kann nicht sein. Ja, ich darf nicht losen. Nee, ich komm, nein. Okay. Oh mein Gott, nicht schlecht. Digga, du bist besser im Ziel, muss ich gerade sagen. Ich mach grad Speedrun, ne? Ich muss ihn vor dir schaffen. Bro, ich nehme einfach mehr Anlauf, Bro. Stimmt schon. Eigentlich ist es dumm. Du kannst mehr Tries machen in der Zeit. Nein, Junge, du darfst es nicht vor mir schaffen. Oh, Baby, Digga. René, Junge, guck zu, wie du verlieren wirst. Oh mein Gott, bitte. Digga, was mach ich da? Oh, der ist aber auch clean. Jetzt, nein. Gar nichts habe ich raus, alles gut. Wie viel Speed du hast, dass du von da starten kannst? Digga, Baby. Das kannst du nicht glauben. Oh, Baby, Digga, jetzt werde ich es schaffen. Multiplier? Was jetzt werde ich es schaffen. Sag ich dir doch nicht, Digga. Nein, ich verliere Zeit durch Multiplier hochstellen. Oh, jetzt habe ich zu viel gespinnt. Sag, was dein Multiplier ist, sonst bist du ehrenlos. Ich weiß es nicht, Bro. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen gerade. Ja, Mann. Oh, ich bin da schon durch. Ey, ich hasse es. Oh mein Gott. Digga, hier ziehen schon Wolken auf, ne? Fahren wir vorbei. Komm, so ehrenvoll bin ich, Digga. Ich lass dich wenigstens vorbeifahren. Oh mein Gott, okay, ich muss ein kleines Stückchen weiter rechts, aber bei dir war gerade auch strong. Ja, war nicht schlecht, zu langsam. Das ist gerade mein Problem die ganze Zeit. Ich bin einfach mehr drin. Anlauf. Ich mach's auf meine Weise. Ich bin schon wieder drin, Junge, aber ich schaff's nicht, Digga. Digga, ich bin in dem Ding daneben. Ich bin seitwärts in dem Ding daneben. Oh nein. Du wirst mich so Daddy nennen, die ganze nächste Folge. Damit es gibt nur einen Stuntmaster auf dieser Welt. Und das bist nicht du, Bruder. Wer hat da gerade geredet? Ja, das war Hermanos von... Alter. Hinten, Digga, Berlin, der. Von Berlin, der. Junge, was da los? Boah, der war schon wieder strong. Ryan A, aber leider nicht strong genug. Ich hab wirklich nicht genug Power. So. Nein. Oh mein Gott, Digga, ich bin schon drin! Ich hab's fast geschafft, aber ich bin in dem Ding drin gespinnt. Komm schon. Ich komm durch, aber Digga, ich bounce dagegen, Mann! Junge, ich schaff's da durch, ich mach sogar Rollride! Das Ding ist, Freunde, wenn wir den mitnehmen könnten, das wäre schon so wild, weil die nächsten auf Ansage, die sind schwerer. Bro, ich hab nicht gedrückt, ich hab nicht eh gedrückt! Digga, ich war schon wieder drin! Junge, René, fuck mich nicht ab! Epische Musik! Komm du überhaupt mal rein, Junge, da reden wir überhaupt mal weiter! Epische Musik! Ja, da hast du deine epische Musik. Boah, das war ja der Oberkracher! Falscher! Boah, wäre der richtig gewesen. Junge! Okay, Mann. Digga, ich bin jedes Mal komplett drin, überknien, Bro. Wenn ihr irgendwie... irgendjemand hat, der helfen kann. Wir brauchen Hilfe. Naja, wir brauchen Hilfe! Hast du es geschafft? Ach, oh mein Gott, ich sehe, wo du runtergefallen bist. Digga! Wo kommt das Geländer her? Ich hab so gesehen, Bro, man kann es nicht schaffen. Man kommt hier raus und hier ist ein Geländer. Laberst du? Bro, ich war... Ja, musst du drüber fliegen. Bro, es war perfekt. Wallride, alles. Perfekt. Also... perfekt ist für mich was anderes. Perfekt wäre es für mich, wenn du es geschafft hättest. Ja! Direkt ins Zweite! Ich glaub dir das nicht. Du hast die Laterne mitgenommen.
Ja, ich habe am Ende eine Laterne, Laterne mitgenommen. Aber ich bin clean gelandet, das ist die Hauptsache. Und ich bin auf der Straße gelandet. Der Rest egal. Brückenjump. Ich bin vorhin auch auf der Straße gelandet. Easy peasy, sag ich dir. Easy peasy, lemon squeezy. Zeig mir den Clip. Squeezy easy, lemon easy. Guck mal hier. Ich stell mal vor, jetzt hätte ich es noch geklappt. Oh mein Gott, Digga. Ich bin einfach ein okay, gottverdammter ich hab Gott. Try. Ich habe noch einen Try, aber... Bro, ich hab's jetzt raus. Try. Ich hab's studiert, Digga. Ich komm jedes Mal rein. Hey, hast du es jetzt geschafft oder nicht? Ich hab's geschafft. Okay. Und deswegen, ich schaff's auch gerade noch ein zweites Mal. Einfach, um's dir mal zu zeigen, Digga. Zack. Da sind wir wieder auf der Straße gelandet. Zwar einen leichten Spin mitgenommen, aber wir haben's einfach geschafft. Scheiße. Dass jemand wie du diesen Stunt schaffen soll. Ich komme jedes Mal rein, Digga, als hätte ich Aimbot an mit meinem Auto, Junge. Das ist so krass. Aber Freunde, ich würde sagen, einen letzten Versuch hast du noch. Komm, einen letzten Versuch. Okay? Okay. Du kannst mich auch jetzt schon Daddy nennen vom Ding. Alles cool, aber alles. Ach, nicht. Junge, es komm, sind noch Stunts übrig. Ich warte hier und warte. Komm, da kommt er angefahren. Ja. Hui. Nee, da ist das Loch. Das aber gut, Freunde, das war der Clip Nummer Uno, sag ich da mal, ne? Super, die duper, die. Ja, der Boden ist nass gerade. Ich kann es gar nicht mehr schaffen. Ja, ja, klar. Du hast es auch vorher nicht geschafft, wo der Boden noch trocken war. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen weiter mit Stunt Nummer 2 und let's go, Digga. Ja, man kann auch mal Glück haben, ne? Ich gönne dir den Punkt, jetzt mache ich einfach einen Double Kill. Wir werden sehen, ey. Okay, Freunde, Stunt Nummer 2 sitzt im Hintergrund vom lieben Samuel SPD1, Freunde. Und da gehen jetzt wirklich die dicksten Drops raus. Ja. Er hat einfach ein Nummernschild AvivaD. Wir dachten sogar, der Clip ist geklaut und nicht von ihm selber. Aber den hier, der hat einfach AvivaD als Nummernschild gemacht. Deswegen, wir gucken den uns jetzt an. Ich habe schon aus Prinzip einfach Like gegeben. Okay, ich bin gespannt. Bro, mit Nummernschild. Okay, wahrscheinlich wird er nicht so krass sein, aber wir gucken mal. Okay, mit einer Supra. Oh, er landet oben drauf. Er landet oben drauf. Oh, jo! Okay, Junge! Wie soll wir das denn schaffen? Er jumpt hoch. Okay, das ist da. Da haben wir schon mal einen Stunt gemacht. Er hat Safe Multiplier an. Bro, und er jumpt seitwärts. Wie smooth er auch fliegt, ne? Also, es sieht so Zeitlupe aus in der Luft. Alter, okay. Okay, Freunde, wir gehen rüber in den Analysten-Modus. Also, okay, wo das ist, wissen wir. Brauchen wir jetzt gar nicht schwer gucken. Ja, easy am Flughafen. Fährt er schon vorher? Nee. Er gibt hier erst Gas. Er hat also einen richtig fetten Multiplier drin. Er fängt von hier an, fährt direkt seitwärts drauf zu und relativ weit, guck mal hier, so neben dem Smart. Ja, ne? Ja, ja. Relativ nah dran. Ja, und er fliegt einfach so lange. Oh, er fliegt übelst lange. Rein, Junge. Let's go. Und landet. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir labern da gar nicht lang drum herum vom Ding her. Wir haben verstanden eigentlich, wie es funktioniert, oder? Ja, ja, ja. Ich denke, ein paar Anläufe brauchen wir, um das rauszukriegen, aber dann werden wir auch diesen Stunt schaffen. Dann werde ich diesen Stunt, ich muss ja schneller schaffen. Wenn ich diesen Stunt, diesen Stunt nicht schaffe, ist schon vorbei. Dann ist vorbei. Ich muss ihn schaffen. Freunde, wir starten rein. Let's. Okay, Freunde, ihr seht's im Hintergrund. Wir sind jetzt ready hier am Flughafen. Ich würde sagen, oha, du holst selber aus. Ich nehme den von gerade. Okay, wenn du meinst. Ich habe mir einen saftigen GT gesnackt. Hör auf! Oh! First try? Bro, wenn ich's First try schaffe, oh mein Gott, ich bin ein verkackter Gott. Nein. Oh vorbei, mein Digga. Gott, aber ey, ich sag dir ehrlich. Hä? Der war krass, der war krass. Der war schon wild, oder? Der war schon echt heftig. Okay. Ey, okay. Freunde, wenn wir den jetzt schaffen, dann hab ich gewonnen, Junge, let's go. Ich muss den schaffen. Ja, komm, mach mal. Zeig mal, was du drauf hast. Oha. Nicht weit genug, oder? Nee. Oh! Oh! Nein! Boah, Bro, okay, das war knapp. Okay, okay, okay. Boah, bei mir aber auch. Aber ich hab's Haus noch nicht berührt. Du hast schon berührt, sag ich ehrlich. Aber ist machbar. Okay, oha, das ist der erste, wo wir so richtig geisteskrank fliegen müssen, ne? Ja. Es war übel Spaß, so zu fliegen. Ja, ja, ja. Ich mach noch ein paar Spins in der Luft mit rein. Man muss nur oben drin bleiben. Ja, yeah, man dem. Muss halt oben in dem Gitter drin sein. Also man schräg muss halt genau hier... Oh, Bro, es ist unmöglich. Schräg ist halt wahrscheinlich leichter drin zu bleiben, aber man muss nicht schräg rein. Aber ich sag's ehrlich, ich glaube, der ist jetzt schon nochmal ein Level schwieriger. Vor allem, was das Krasse ist, man fliegt wirklich lange, ne? Man ist echt lange in der Luft. Ja, ja. Ich flieg die ganze Zeit zu weit links. Das war schon gut. Das war schon krass, Freunde. Let's go, Junge. Komm schon. Egal, was er sagt, er wird es eh nicht schaffen. Da oben. Nein, zu weit. Ah, okay, ich habe manchmal zu früh abgebrochen, glaube ich. Man fühlt sich halt so langsam in der Luft, muss ich sagen. Oh. Nein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bro, ich war sogar schön seitwärts in der Landung.
Oh, oh, oh. Ja. Ja! Nein! Nein, das Bro, war so knapp! Bro, ich war auch so knapp. Bro, ich war so gut. Bro, ich sag dir ehrlich, wir waren vom Ziel gleich weit. Digga, ich hab das Gitter berührt. Was Bro, für ich gleich? Auch fast. Hä? Ach, Digga, halt. Ich hab dich nicht gesehen, Bro. Ja, weil ich weiter unten war. Ich bin quasi fast von der Höhe perfekt gewesen. Boah, wenn ich den jetzt lande, Bro, mit den 100 Spins. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Junge! Fresh, Digga. Das war wär's echt knapp. Gewesen, Junge. Warum bleibst du mal stehen? Digga, lass mich mal meine Gewinner-Tactics machen. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Digga! René, ich bin hier oben auf meiner Aussichtsplattform. Wolltest du noch vorbeikommen oder wie wollen wir das heute machen? Ich glaube es nicht. Ja. Ich glaube schon tatsächlich, ne? Ich bin. Ich glaube, ne? Da bin ich wohl in dem Gitter gelandet. Ich bin tatsächlich. Ich sag's euch ehrlich, bin gebrochen. Ja, ne? Geh. Steht für gebrochen, mein Freund. Ich flieg zu weit. Ich sag's mal so, Freunde, das war wieder eine krasse Folge hier heute. Ne? Nur mehr muss ich auch gar nicht hinzufügen. Das ist einfach krass. Aber weil es so schön war, machen wir es auch noch ein zweites Mal. Ach, laber damit doch nicht René so halt viel. Auch einfach weiß, laber doch nicht so viel. Nochmal viel zu weit. Junge, was redest du? Du warst ja viel zu weit, Digga. Wer hat's geschafft? Ich oder du? Nun ja. Guck mal, hat schon wieder was geschafft. Ja, das war schlecht. Bro, ich bin seitwärts genau oben gelandet. Hättest du meinen gesehen, Junge, der war knapper. Aber du hast es halt schon geschafft, deswegen ist es eigentlich scheißegal. Ja, richtig. Warum versuchen wir noch weiter gerade? Das weiß ich auch nicht. Ich hab's nämlich geschafft. Ich hab noch einen Versuch. Einen letzten darfst du noch machen. Komm schon. Bisschen weniger! Nein! Gut, an der Stelle würde ich sagen, war's das dann auch für den heutigen Stunt hier an der Stelle? Ne, René? Hallo? Hören Sie mich daher? Ab zum nächsten. Ciao. Ja, Moment, wir können den nächsten direkt machen. Ich chill noch ganz kurz hier oben auf meiner Aussichtsplattform. Da, wo ich drauf gelandet bin, falls du es nicht wusstest. Ich hol dich da runter. Alles klar. Ich hol dich jetzt da runter, ja, Junge. Komm, fahr. Treff mich. Also hier, wo ich stehe, bin ich gelandet. Oh, also gute Stuntler können das. Ja, ich bin woanders. Wir machen weiter mit dem nächsten, Freunde. Let's go. Hab ja, ich. Wie schlecht. Selbst das vergangst du. Weg. Junge, lass mein Auto in Ruhe. Aber okay, Freunde, kommen wir jetzt zum dritten und somit finalen Stunt. Weißt du, mit wem du hier heute aufnimmst? Mit meinem Daddy. Mit deinem Daddy, Digga. Ganz genau, Baby. Aber Freunde, ich will ganz kurz zu dem Clip noch eine Sache sagen. Ich weiß, der ist cleaner gelandet, aber es ist approved, oder? Mein Stunt. Ich es bin ist nämlich approved. Wirklich genau an der Stelle mit meinem Auto gelandet. Plus, guck mal, ich habe sogar vorher, er ist ja wirklich komplett clean hoch. Er hat sich gar nicht gedreht. Ich habe sogar noch einen Turnaround-Flip gemacht, deswegen. Bro, ich würde sagen, das war ein Level. Dementsprechend Stunt approved. Und ja, dann zeigt der Daddy jetzt mal noch den letzten Clip, ne? Und kannst du mir auch zeigen, wie man dann da fliegt? So, ich möchte so alles gut werden gut, wie du. Lieber. Ich kann dir später noch ein bisschen Unterricht geben. Freunde, ihr seht es gerade im Hintergrund. Der letzte ist auch wieder am Flughafen. Aber ich glaube, es ist eine andere Rampe, ne? Ne, ist dieselbe, glaube ich. Dieselbe? Okay, wir gucken uns jetzt mal kurz den Clip an. Auch wieder verlinkt. Aviv, also man schreibt es Bro, so vom Ding her, aber trotzdem, Like geht raus. Kuss, dass er überhaupt was macht, aber ich glaube, ist auch wieder nicht von ihm selbst, sondern geklaut. Meinst aber du? Wir gucken einfach mal rein jetzt, okay? Let's go. Seitwärts. Aufs Schild! Bro, aber mit Salto. Er hat ein Salto gemacht. Boah, man muss genau aimen, ne? Und die Gefahr besteht, wenn du irgendwie quer oder sowas machst, du wirst ja vom Motorrad runtergeschleudert. Okay, aber wir gehen nochmal kurz Analystenmodus, Freunde. Es ist auf jeden Fall eine andere Rampe, Bro. Es ist nicht dieselbe. Es ist die auf dem Rückweg. Weil man sieht hier die große Brücke. Ja. Ja, ich weiß genau, wo die ist. Da ist das Schild. Okay, er fährt hoch. Rechts ist auch das Auto, so wie auch gerade bei dem Stunt. Nur, guck mal, er fährt nicht oben, sondern direkt an der Seite. Ja. Relativ mittig sogar schon. Und flippt. Und, oh mein Gott, müssen wir auch drauf achten. Was ist das für ein Motorrad? Okay. Ich weiß, welches das ist. Das okay, okay. Ich weiß, welches das ist. Freunde, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den dritten. Und okay, ich sagen, und wenn ich den warte, jetzt eine Sache noch. Ja? Eine Sache noch. Mhm. Ich weiß, das ist dumm für mich, aber wenn ich den nicht vor dir schaffe, muss ich dich zwei Folgen Daddy nennen. Ja! Let's go! Okay, Freunde, ihr seht, wir sind jetzt wieder in GTA und ich würde sagen, wir labern nicht lang drum rum. Ich habe den ersten. Läuft.
Okay, ich hab den nächsten Einsatz. Ja, mach. Oh, ist das genug Anlauf? Oh, Junge, wenn das... Das ist viel zu wenig Anlauf. Okay, easy jetzt aber. Oder? Oha. Nicht, also ist okay. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Speed, ja, nicht Bro. Gut. Das Ding ist, Freunde, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen jetzt. Beim Motorrad ist nochmal ein bisschen was anderes jetzt. Boah, ich glaube, man kann es sogar schaffen, wenn man oben rausfliegt, aber halt von höher. Zählt das dann auch, ja, ne? Geht alles, Bro. Hauptsache, du landest. Ja, würde ich auch sagen. Jetzt, 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 jetzt! Ja! Ja, ich auch! Nein, nein, du bist runter! Nein! Ja, nein! Bro, ich bin genau gleichzeitig da drauf gelandet. Gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oh mein Gott! Hättest du das jetzt? Bro, wäre ich da stehen geblieben? Bro, ich sag dir ehrlich, du hättest alles von mir zerstört. Also, du hast natürlich auch den berühmten letzten Try. Okay, okay, komm. Okay. Okay, Freunde. Sprich nochmal mit deinem Motorrad. Sprich okay, nochmal mit deinem letzter Motorrad. Letzter Try, ja, warte. Du kleiner Bobelebob. Leute, bitte machen wir das einfach. Digga, ich werde es jetzt schaffen, okay? Junge, halt okay, Mann. Vor mir. Guck mal, selbst dafür bist du so blöd. Komm schon. Komm schon. Bitte nicht. Oh! Oh mein Gott! Danke! Aber Bro, ich sag dir ehrlich, GG's. Hättest du es nicht geschafft, in den nächsten 3-4 Versuchen, das wäre es bei mir gewesen. Aber das wär, also das war wirklich ein Kopf. Also alleine, dass du da auch gegengeflogen bist und nur gerade so runtergefallen bist, hat mir alle Nerven gekostet gerade. Geisteskranke Folge heute. Ja. Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert Ryan, Freunde, ganz, ganz wichtig, nicht vergessen. Jeder, der René nicht abonniert, der feiert dieses Format nicht. Also nicht Auge, Digga. Freunde, für die nächste Folge offiziell, René, wie nennst du mich jetzt? Daddy. Baby, Digga. Mann. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Und ganz wichtig, nächste Woche kommt eine Folge. Wir haben die Stunts jetzt schon rausgesucht. Die sind so krass. Wir springen mit einem Auto durch ein Stromding durch. Ja, müsst ihr euch reinziehen, Freunde. Heftig. Freut euch auf die nächste Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Haut da rein. Und haut rein. Ich darf noch einmal, weil... Gottmut, Digga. Chris. So, nämlich. Haut rein, Freunde. Ciao. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, it might be mine, yeah. Baby, if you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back.